Was geht, Chrissy am Start? Heute zeige ich euch, wie ihr einen Stop-Motion-Text-Wiggle-Effekt macht. Ohne Keyframes, ganz easy. Einfach nur mit zwei Effekten. Dafür steppen wir rein in Premiere. Ich habe hier meinen Clip schon in die Timeline gezogen. Hier habe ich schon mal so ein paar Chilis, die sich auch so in Stop-Motion-artig bewegen. Jetzt gehen wir auf unser Textwerkzeug und schreiben hier unseren Text rein, der nachher wiggeln soll. Ich habe mich entschieden für das Wort Chili. Welch Wunder. Zieht das Ganze ein bisschen größer. Ihr macht das natürlich alles so, wie ihr das haben wollt. Wir gehen hier in unseren Essential Graphics Panel. Und hier kann ich erstmal sagen, okay, ich möchte das Ganze mittig anordnen. Und habe mir eine Schrift ausgesucht, nämlich Pyjama Party. Weil diese Pyjama Party ist von der Schrift einfach schon mal so ein bisschen wiggelig. Die lege ich hier in die Mitte. Mache das wieder alles mittig. Und was wir jetzt machen ist, wir suchen uns den Effekt komplexe Wellen. Komplexe Wellen macht was Besonderes, nämlich wenn ich das jetzt abschlaufen lasse, dann ist der Text quasi schon animiert und das ist eine grandiose Geschichte, weil sowas kann Premiere, aber es gibt nicht viele Effekte, die sich ohne Keyframes quasi von alleine bewegen. Wunderbar. Das Ganze geht mir jetzt hier noch ein bisschen zu smooth. Deswegen gehen wir ein bisschen rein in unsere Effekteinstellung und sagen bei komplexe Wellen, ich habe mir hier mal was aufgeschrieben tatsächlich, weil ich das so cool fand, wie ich das vorhin gemacht habe. Ich habe gesagt Höhe 24, in meinem Fall, ne? Also das kann, ihr macht das, wie ihr das möchtet, und habe gesagt Breite 158 und die Richtung 168. Und die Wellengeschwindigkeit habe ich auf 0,5%. Und jetzt bewegt sich das Ganze schon ganz schön cool wiggly. Wir wollen aber diesen Stop-Motion-Effekt noch reinkriegen. Dafür brauchen wir einen zweiten Effekt. Der kommt jetzt. Wir gehen wieder in Effekte und holen uns den Effekt Zeittrennung. Und die Zeittrennung gibt hier eine Framerate vor und je größer ihr die macht, umso smoother wird es und je kleiner ihr die macht, umso weniger Frames werden dargestellt. Und ich habe mich hier in dem Falle mal für 6 Frames entschieden. Wie ihr seht, bewegt sich das Ganze jetzt hier schon viel Stop-Motion-artiger. Eine Sache, die ich vergessen habe in den komplexen Wellen, da benutze ich nämlich lieber Dreieck als Form. Weil sich das Ganze dann einfach ein bisschen Sinus ist eben so eine smooth Welle und wir wollen das Ganze eckig und mit Kanten haben. Wir spielen das Ganze nochmal ab. Und das finde ich ist wunderbar und toll gelungen. Kurzes Tutorial für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.